Entdecken Sie die drei Sterne-Hausboote der BCGWR in Deutschland. Führerschein frei, geräumig, persönlicher Service, Zusatzleistungen und einen Preisvorteil. Damit wirbt das Hausbootunternehmen. Sie bieten viel Platz, hohen Komfort und Sicherheit für einen erholsamen Hausbooturlaub. Das ist eine sehr ruhige, gemütliche Art, Urlaub zu machen, denke ich. Schöne Natur drumherum. Ich hoffe, wenig Hektik. Wir müssen ja noch Urlaub machen. Ich denke, sehr individuell möglich, auch mit Kindern, dass man halt natürlich dann auch vielseitig sich beschäftigen kann und mal baden gehen kann oder eben anlanden und vielleicht eine Stadt besichtigen. Und dass man eben vor allen Dingen viel von der Natur mitnimmt und gemeinsam Zeit verbringt. Und ja, und ich denke dann Qualität hat in der Zeit, die man zusammen verbringt. Planen und führen Sie jetzt Ihren Urlaub problemlos aus, denn die Hausboote der BCGWR können Sie an 4 Standorten in Deutschland mieten. Sowohl online als auch telefonisch erreichen Sie das Team von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Die Hausboote liegen am WC und am Havelsee in Brandenburg, an der Havel, in Demmin, an der Peene und in Neustrelitz. Entdecken Sie die einmalige Flusslandschaften der Havel, der Peene und der Seenplatte in Mecklenburg an Bord der Hausboote. Für mich ist halt wie Camping auf dem Wasser, und wer schon mal gecampt hat, für den ist eigentlich nichts Neues dabei, was das Boot betrifft. Gut, das Fahren muss man dann ausprobieren und mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber der Rest ist dann mal sehr ähnlich wie beim Camping. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, den hält nichts mehr und kann sogar eine Probefahrt im Vorfeld anmelden. Neben das Auffüllen der Wassertanks gehört auch das Abpumpen der Abwassertanks dazu. Man sollte dabei einiges beachten. Das Interesse der Touristen ist hoch. Bei der Einweisung stehen ihnen die Crewmitglieder der BCGWR zur Verfügung. In Begleitung mit der Kamera und den Touristenpaar fahren wir nun vom Startpunkt in Dradewege zur Abpumpstation nach Brilo, um einmal zu zeigen, wie das mit dem Abpumpen geht. Nach etwa 10 Minuten Fahrt sind wir in Brilo angekommen. Nicht weit entfernt befindet sich die Abpumpstation. Den Schlauch dazu findet man neben dem Automaten. Zunächst muss man an Bord des Hausbootes mit dem Schlüssel den Deckel vom Abwassertank öffnen, den Adapter draufschrauben und dann das Abpumpventil senkrecht aufstecken und darauf achten, dass keine Luft mehr dazwischen ist. Dann gibt man eine 2-Euro-Münze in den Automaten. Mit etwas Schmackes läuft die Pumpe und dann sollte man das Ventil öffnen, damit auch entleert werden kann. Nachdem Sie nun 2 bis 3 2-Euro-Münzen in den Automaten gesteckt haben, sollte der Tank entleert sein. Überprüfen kann man das Ganze auf der Anzeige am Steuerbord. Wenn fertig, dann das Ventil wieder zudrehen und dann kurz ins Wasser tauchen und den Schlauch zurückführen. Auch für die beiden Touristen eine Herausforderung. Ja, ich denke schon, das sollten wir hinkriegen. Sind auch schon mal Bötchen gefahren. Also ich bin ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen. Fahren und bedienen. Wir kommen her, nehmen uns eine Karte, suchen uns was aus und fahren los. Also viel planen, glaube ich, werden wir da nicht. Also ich denke, hängt ja auch vom Wetter ab und wie viel man fährt oder ob man dann die Zeit auf dem Wasser genießt, wenn das Wetter gut ist oder halt, wenn das Wetter nicht so toll sein sollte, halt irgendwo mehr am Land dann was macht. Eine Erfahrung, die die zwei nun gemacht haben und euphorisch sich auf ihren kommenden Urlaub freuen. Die Planungen und Vorrecherche sind damit nun abgeschlossen.